Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Stormblood. Und jo, wir sind hier in Ralks Wacht und sollen mit Konrad reden und müssen jetzt auf seine Entscheidung warten. Und darum reden wir zuerst mit Alfino. Also mal los, würde ich sagen. Ralks Wacht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, nehme ich an. Ah, verzeiht. Ihr dürft euch in Ralks Wacht frei bewegen. Ich begrüße es sogar. Es mag euch helfen, unsere gegenwärtige Situation besser zu verstehen. Das Angebot nehmen wir dankend an, Konrad. Dann wollen wir uns mal ein wenig im Lager umsehen. Ein bisschen Zeit für eine Erkundung, das klingt doch verlockend. Soll ich dich herumführen, Historia? Ich kenne mich hier schließlich aus. Gut, dann mal los. Gehen wir zuerst zum Fuß des Wasserfalls. Da ist es angenehm kühl. Die Krieger der Befreiungsarmee gehen gerne dahin, um sich auszuruhen. Okay. Ausruhen ist immer gut. Sind noch nicht lange hier, weil wir machen schon mal eine Pause. Ist ja auch nicht schlecht. Bin ich voll dafür. Okay, da brauche ich keinen Mount, die steht da vorne schon. Und hopp. Nett hier, oder? Du hast es sicher schon gemerkt. Obwohl Alamigo hauptsächlich von Hochländern wie mir bevölkert ist, gehört mehr als die Hälfte der Befreiungsarmee zu einem anderen Volk. Wir haben mutige Kämpfer der Lohengarde hier und auch viele Golddatzen sowie Nago. Auch vom wilden Stamm der Ananda haben sich welche auf unsere Seite geschlagen. Sie sind loyale Mitkämpfer geworden. Die meisten von ihrem Stamm aber verabscheuen den Kampf und wollen weder mit uns noch mit den Galeanen etwas zu tun haben. Die Ananda bleiben lieber unter sich und widmen sich ihren Handwerkskünsten. Sie stellen kunstvolle Schmuckstücke her. Manche davon sind mit besonderen Kräften versehen oder aus seltenen Legierungen geformt. Aber die wenigsten Stücke verlassen je Gir Abania. Komm, ich zeig dir jetzt die Statue. Auf die bin ich gespannt. Statuen sind immer geil. Oh. Warum ist es bei mir jedes Mal Nacht, Mann? Kann mal Tag werden? Ist ja fürchterlich. Da vorne, oder? Ja. Uiuiui. Ui. So eine hohe Statue hier. Beeindruckend, oder? Der Zerstörer führt unsere Ahnen einst in dieses Land. Ida hat mir die Geschichte oft erzählt. Sie war ihr sehr wichtig. Gegen Ende der fünften Ära des Lichts, als das Wasser höher und höher stieg, flehten die Völker Eosias ihre Götter an, ihnen ein Zeichen zu schicken, und ein brennender Stern erschien im Osten und führte sie bis hin in die Berge von Gir Abania. Diejenigen, welche dem Stern folgten, schworen dem Gott der Kometen und der Zerstörung aus Dank für ihre Errettung ewige Treue. Ein Sturm aus Blut wird kommen und öffnen die sieben Höllen weit, wenn die sieben Himmel weinen. Kein Leid erfährt über den Ralk Wacht. Das Gedicht wurde hier von einem Mönch der Faust in den Stein gemeißelt. Es bedeutet, dass uns eines Tages ein Schicksal ereilt, dem keiner entrinnen kann. Nur wer unter Ralks Führung seinen Körper und Geist stellt, wird auf diese Prüfung des Schicksals vorbereitet sein. Ob der drohende Krieg dieser Sturm aus Blut ist? Und das so ist, müssen wir darauf vertrauen, dass wir gut vorbereitet sind, dass Ralk uns den richtigen Weg gewiesen hat. Entschuldige, ich habe mich etwas in die Geschichte hineingesteigert. Wollen wir weiter? Als nächstes steht das Lazarett auf dem Programm. Klar, auf zum Lazarett. Müsste dann ja in die Richtung sein. Hopp, nicht ins Wasser fallen, greif, du kannst nicht schwimmen.
Ach ja, und ja, wir können nicht schwimmen. Konnten wir nämlich in Heavensward noch nicht. Hier im Lazarett verarzten die Heiler der Befreiungsarmee die Kranken und Verletzten. Wir schätzen jedes Leben und versuchen immer, Verluste zu vermeiden. Aber jeder Krieg fordert seine Opfer. Das sollte man nie vergessen. Wir sollten hier nicht länger im Weg stehen. Komm, wir gehen noch zum Iterit. Klar. Denn im Endeffekt, wie das angefangen hat hier und das Schwimmen eingebaut wurde, hat relativ viele Leute Panik, dass es so wird wie zum Beispiel in WoW, dass man dort auch kämpfen muss. Muss man nicht. Wenn man schwimmt, dann schwimmt man. Ist ja recht angenehm, braucht nur Zeit, dauert ewig. Man kann natürlich von Monstern angegriffen werden, aber die sind immer am Land oder in Höhlen drinnen, also dort, wo ihr auch sozusagen festen Boden unter den Füßen habt. Man möchte meinen, dass sich ein Iterit kaum von anderen unterscheidet, aber dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist schon Jahrzehnte alt und stammt aus einer Zeit, in der der Mönchsorden noch hier ansässig war. Er funktioniert aber genauso wie die anderen auch. Du wirst ihn wie gewohnt nutzen können. Wenn du dich einmal mit ihm harmonisiert hast, mach das, bevor wir den Händlern einen Besuch abstatten. Bin schon erledigt. Habe ich schon vorher gemacht. Bin immer perfekt vorbereitet, Mädel, das weißt du doch. Wie man denkt. So. Könnte jetzt langsam mal dark werden. Ist ja fürchterlich. Das sind ja auch Alfino und Alice, was sie sich wohl schon alles angesehen haben. Waffen, Rüstungen, Tränke, hier findest du alles oder fast alles, was du auch auf einem der Märkte in einem Stadtstaaten finden würdest. Ohne die mutigen Händler, die sich hierhin wagen, hätte die Befreiungsarmee ihre liebe Not. Habe aber keine Hemmungen, hier einzukaufen oder etwas reparieren zu lassen. Die Händler sind für dich genauso da wie für die Kämpfer der Befreiungsarmee. Sieh dich ruhig mal um. Oh ja, aber nicht heute. Gib her. Konrads Entscheidung. Die Händler haben wirklich ein gutes Angebot. Und mutig sind sie auch. Wenn die Gallier herausfinden, wem sie ihre Waren verkaufen, würden sie ihren letzten Handel wohl mit dem Henker abschließen. Ich bin mir sicher, dass sie das Risiko wohl kalkuliert haben. Trotzdem. Sie setzen sich für die richtige Sache ein. Und das muss man bewundern. Da seid ihr ja. Es hat ein bisschen gedauert, aber die Besprechung ist vorbei. Ich habe schon nach Istola und Grille geschickt. Wir können also ohne Umwege zurück zum Zelt. Dann lass mal losgehen. Vielen Dank für eure Geduld. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich nehme den Vorschlag der Eorzeischen Allianz an und werde ein militärisches Bündnis mit ihr schließen. Aber es gibt eine Einschränkung. Was meint ihr damit? Ich bin für den Vorschlag der Allianz sehr dankbar und würde ihre Hilfe gerne uneingeschränkt annehmen. Aber ihr müsst verstehen, dass es sich bei der Befreiungsarmee nicht um eine geeinte Streitmacht handelt. Es gibt viele verschiedene Gruppierungen. Ich kann nur für die Kämpfer hier in Ralgars Wacht sprechen. Nur meine Untergebenen werden dem Bündnis beitreten. Ich werde natürlich alles dafür tun, dass sich auch die anderen Gruppierungen anschließen, aber ich kann es nicht garantieren. Ich möchte, dass ihr das versteht. Dafür haben wir Verständnis. Dann werden wir der Allianz übermitteln, dass sich Konrads Kämpfer für ein Bündnis entschlossen haben. Vielen Dank. Eins müsst ihr wissen. Es haben sich mehr Kämpfer den Eisenmasken angeschlossen, als ich zugeben möchte.
Ich plane daher, meine Truppen neu zu organisieren. Dabei werde ich das anstehende Bündnis berücksichtigen. Wenn wir irgendwie helfen können, werden wir euch bei der Neuorganisation nach besten Kräften unterstützen. Seht es als Zeichen unserer Freundschaft. Wie könnte ich das abschlagen? Ich bin froh, so tatkräftige Verbündete gefunden zu haben. Dann werden Jestola und ich das Lazarett besuchen. Wir werden uns als Heilerin nützlich machen. Ich werde zum Sonnenstein zurückkehren. Unter den Mitgliedern des Bundes finden sich bestimmt noch weitere Krieger, die für Alamigos Unabhängigkeit kämpfen wollen. Und was machen wir? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. Nago und Mefrit könnten etwas Hilfe bei einer Aufgabe gebrauchen, die ich ihnen anvertraut habe. Verstanden. Wir schauen gleich bei ihnen vorbei. Moment, stehen die nicht direkt neben dir? Mefrit und Minago, die stehen dir direkt neben ihm. Okay. Conrad möchte, dass wir zuerst Minago und Mefrit zur Hand gehen. Eine Arbeit ist so gut wie die andere. Du kannst dich also frei entscheiden, wem du zuerst hilfst, Historia. Conrads Entscheidung. Was nehme ich denn da? Ach, ist ja im Endeffekt völlig schnupsig. Es sind neue Windätherquellen verfügbar. Benutze den Ätherkompass, um sie zu finden. Solltest du den Ätherkompass verloren haben, wird Gilbrand im vergessenen Ritter von Ishgard oder Gauflied in Ralkswacht für Ersatz sorgen. Nein, habe ich alles. So, wen nehmen wir denn? Mefrit oder Minago? Ich würde sagen, wir nehmen... Ups, das soll nicht auf dem Tisch rumstehen. Sorry. Das ist keine schlechte Manier. Minago kennen wir im Endeffekt schon ein bisschen immer die, oder? Nagos Auftrag. Danke, dass ihr uns helfen wollt. Auf den Bund ist wirklich Verlass. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, dass ich damals so sang- und klanglos verschwunden bin. Ich wollte halt so schnell wie möglich wieder zu meinen Leuten. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr alle so nett seid und uns helfen wollt. Also, es geht um Folgendes. Conrad hat eine Antwort an die Elsirische Allianz geschrieben, wie ihr gerade gehört habt. Nehmt ihr den Vorschlag an. Mit einer Einschränkung, und ich soll jetzt sein Schreiben mit dem Kommandanten der Allianz überbringen. Das Dokument darf aber keinen Fall in gallische Hände fallen. Wenn die Wind von unserem Plan bekommen, ist es aus mit unserem Unterfangen, bevor es so richtig angefangen hat. Ich kümmere mich darum. Ich meine, wir alle drei werden gehen, Historia, du und ich. Wir bringen das Schreiben sicher zu General Rauban. Ich danke euch, Historia. Sagen wir Bescheid, wenn du bereit bist, Ralkswacht zu verlassen. Ich warte am südlichen Zugang. Alles bereit? Dann auf nach Custom Orients, auf leise Sohlen, denn wir wollen ja nicht, dass Konrads Antwort schreiben in gallische Hände fällt. Klar, mach mal. Und hopp. Dann aufmounten. Jetzt müssen wir wieder normal zurückrennen. Ich kann keine Abkürzung nehmen, oder? Nee. Schade, dachte ich, kann mich gleich direkt zu Raubern beamen und fertig. Aber nope. Jetzt kommt mir sicher wieder mein fetter Arsch im Weg. Ja, ich wusste es. Mein Arsch ist einfach zu fett, Leute. Das ist wirklich. So. Uiuiuiui. Das Gebiet ist schon ganz schön vom Krieg gebeutelt, würde ich mal sagen. Psst, ich höre das Pfeifen von einem Erdseinantrieb. Eine Patrouille? Ich höre nichts. Ich habe die Ohren eines Jägerin. Das Pfeifen hat mir verraten, dass sie sich die Patrouille aufgeteilt hat. Sie sind auf der Suche nach uns. Teilen wir uns auf. Dann können wir besser verbergen, aus welcher Richtung wir kommen. Die Galliard dürfen auf keinen Fall erfahren, wo der Unterschlupf der Befreiungsarmee liegt. Dann greifen wir sie an, aus drei Richtungen. Das wird sie verwirren. Und besser,
Wir erledigen sie jetzt und hier, als dass sie uns später doch noch auf die Schliche kommen. Historia kommt von Süden, Alisee von Norden. Wenn die Patrouille erledigt ist, treffen wir uns am Flussufer wieder. Gute Jagd! Klar. Dann mal auf in die Jagd. Oh, bist aber ganz schön groß. Und hat mich gesehen. Ich dachte schon, jetzt, oh geil, bin vorbei. Nope. Hm, Papa. Du bist ja auch süßer. Ja, ich mag solche komischen Dinger. Ah, du bist schon mal weg. Du bist der Nächste. Und tschüss. Au! Was ist denn mit Raketen auf mich? Ah. Ja, wenigstens hat er mich aufmachen lassen, bevor er mich angreift. So kann ich wenigstens davonlaufen. Okay, kleine Karte. Hier irgendwo müsste Minago stehen. Da ist er. Yo, Nago. Ich habe meinen Teil der Patrouille ausgeschaltet. Bis sie gemerkt hatten, dass sie angegriffen werden, war der Kampf schon vorbei. Ihre Moral war sofort hinüber. Wahrscheinlich waren es Strafversetzte aus anderen Provinzen. Die lassen die Schwerter immer zuerst fallen. Aber das heißt nicht, dass alle Kämpfe so glatt gehen. Wir sollten weiter auf der Hut bleiben, besonders wenn wir es mit mehreren Kampfmaschinen zu tun bekommen. Die können nämlich richtig wehtun. Jo, das ist auch klar. Das sind ja auch starke Robos auf leisen Sohlen. Also weiter, aber vorsichtig. Das war bestimmt nicht die einzige Patrouille, die hier unterwegs ist. Klar, alles gut. Oh, leise. La 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 la. Das war leise, oder? Das sind Planschen im Wasser, ist doch okay. Ja, ja, ich bin ja schon leise. Aber ein bisschen Spaß muss doch her, oder? Okay, laut Minikarte ist sie da. Boah. Ist wieder so ein fettes Vieh da stehen. Die Luft ist rein. Die einzige Patrouille, die wir jetzt noch treffen werden, ihr Seelische sein. Da fällt mir ein, hast du nicht gesagt, dass General Rauban die Truppen in Custom Orleans befehligt? Der Bulle von Alamigo? Seine Kunstfertigkeit mit der Klinge ist legendär. Ich hätte mir nie träumen lassen, ihm einmal persönlich zu begegnen. Seine Kampfkraft hat aber vielleicht ein bisschen gelitten. Seit er nur mehr einen Arm hat. Aber das ist schon okay so. Er hatte da für uns und Pippin. Ganz wichtig, er hat dafür Pippin. Hallo Baum. Mein Arsch ist echt zu breit. Auch eindeutig einen dünneren Arsch. Und? Habt ihr Kontakt zur Befreiungsarmee aufnehmen können? Ja, und wir haben eine Botin mitgebracht. Ihr Name ist Nago, eine Kämpferin der Befreiungsarmee aus Raigas Wacht. Sie ist hier, um die Antwort auf den Vorschlag der Allianz zu überbringen. Ich grüße euch, Phönix-General Rauban. Es ist mir eine große Ehre, vor den legendären Bullen von Alamigo treten zu dürfen. Ha, Bulle von Alamigo. Diesen Namen benutze ich schon lange nicht mehr.
Meine besten Zeiten als Gladiator liegen hinter mir. Selbstverständlich. Verzeiht mir, Phönix-General. Unser Anführer, Kommandant Konrad, schickt euch einen Brief mit seiner Antwort. Er nimmt unseren Vorschlag also an. Das beruhigt mich. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die geplante Neuorganisation seiner Truppen reibungslos verläuft. Wir sind weniger, als ihr denken mögt. Viele gute Männer und Frauen haben sich den Eisenmasken angeschlossen und durch Ilberts Wahnsinnstat ihr Leben verloren. Seitdem hat die Bevölkerung das Vertrauen in uns verloren. Es fällt uns schwer, neue Kämpfer zu rekrutieren. Die Migiten sehnen sich nach Freiheit. Aber niemand will sein Leben für einen Kampf riskieren, den man nicht gewinnen kann. Wenn wir von den Migiten verlangen, dass sie sich blindlings in einen hoffnungslosen Krieg werfen, sind wir nicht besser als der Greif. Seit wann ist ein Bippin hier? Ich habe nicht vor, das Volk in die Irre zu führen. Aber wir müssen den Megiden klar machen, dass sich die Opfer des Krieges lohnen werden. Die Megiden haben zu lange gelitten, um von sich aus auf einen Sieg zu vertrauen. Sie brauchen einen Anstoß, ein Zeichen, etwas, das ihnen neue Hoffnung gibt. Wenn die Allianz und die Befreiungsarmee gemeinsam einen Sieg über die Galea erringen würden, dann wäre dies ein Zeichen, dass sie zu bezwingen sind, solange wir nur zusammenhalten. Es braucht keine große Schlacht zu sein. Ein kleiner Sieg würde reichen, um einen Funken zu entzünden, der ein leuchtendes Feuer der Hoffnung entfacht. Wenn das Gerücht die Runde machen würde, dass eine gemeinsame Armee die Galea auf dem Schlachtfeld bezwungen hat, würden sich bestimmt mehr unserer Sache anschließen. Ich habe da auch schon eine Idee. Weiß nicht, ob ich so begeistert bin von der Idee. Wie unsere Späher berichtet haben, verfügt Castrum Velidonia über eine neue Waffe, eine Art experimentelle Magedech-Maschine. Wir vermuten, dass die Waffe hier getestet werden soll, und zwar im Kampf gegen uns. Wir müssen jederzeit damit rechnen, so einem neuen Frontbrechner gegenüberzustehen. Noch mehr Magedech-Waffen? Verdammt! Was hat gerade noch gefehlt? Deine Sorge ist berechtigt, aber wir brauchen nicht zu verzweifeln. Mit der Ortskenntnis der Migiten und der Kampfkraft der Eosea sollten wir mit der neuen Bedrohung fertig werden. Mit jeder Art von Bedrohung, wenn du mich fragst. Aber entscheidend ist, dass ein Sieg über die neue Waffe der Galea für die Bewohner von Giabania ein Zeichen der Hoffnung wäre. Das vereinte Kriegsgeschehen der neuen Verbündeten alleine sollte diese Höllenmaschine in ihre Einzelteile zerfallen lassen. Die Galea werden sich wundern, wie wenig ihrer Technik ihnen nützen wird. Wenn es uns gelänge, eine neue Prototypen der Galea zu zerstören, würden die Migiten uns wieder vertrauen und den Galean würde es sicher den Wind aus den Segeln nehmen. Das denke ich auch. Sie wagen sich jetzt schon weit vor. Ein kleiner, aber schmerzlicher Denkzettel könnte es nicht schaden. Wir werden hier und da ihre Patrouillen attackieren, damit sie ihre Prototypwaffe einsetzen. Am besten in der Nähe von Osten, Mischwald, dann könnten unsere Freunde von der Befreiungsarmee ihnen in den Rücken fallen. Ein guter Plan. Ich würde ihn gerne gleich in die Tat umsetzen. Was sagst du dazu? Wir werden die Galea herauslocken und gemeinsam in die Zange nehmen. Gebt mir nur Zeit, meinen Kriegern Bescheid zu geben. Verstanden, sobald ich die Einzelheiten ausgearbeitet habe, werde ich sie einem Boten übergeben. Wir machen doch mit, oder? Wenn es darum geht, eine neue galeische Magitech-Waffe auszuschalten, dürfen wir nicht fehlen. Oh, warum denn nicht?
bin ein bisschen eingerostet. Schade, dass ich was drauf herumzuklopfen. Bisher haben wir es vermieden, allzu selbstbewusst aufzutreten. Das wird sich jetzt ändern. Wir werden die Gallia herauslocken und mit ihnen ihre neue Maschine. Ich würde dich ja bitten, dabei zu helfen, aber ich kann an deinem Gesicht ablesen, dass du dich schon entschlossen hast, uns deine Dienste anzubieten. Wir werden die galliaischen Patrouillen im Osten Mischwald aufmischen, wo immer wir sie antreffen. Das sollte ihre Anführer zu einer Demonstration ihrer Stärke provozieren. Übernimm du die nördlichen Ausläufer des Waldes. Am Ufer des Velodinia, Oberst Pippin, ist sich sicher, dass dort eine Patrouille aufkreuzen wird. Heiz ihnen ordentlich ein. Klasse. Verstanden. So, hier muss Ingo Pippin sein. Absitzen. Pippin, wo bist du? Pippin? Oh. Kein Pippin, dafür war ein Haufen Gegner. Ja, ist auch okay. Ja, auch mit dem Casten, nichts ist okay davon. Okay, da kriege ich ja noch gerade noch Schaden. Und tschüss. So, das kurze Geplänkel. Und jetzt zu Raubern. Ah, okay, Solo-Szenario, ja, das machen wir noch. Hattest du mit deiner Provokation Erfolg? Gut. Es geht los. Ein Spätrupp meldet, dass ein galeische Einheit Castello Meledonia mit der neuen Waffe verlassen hat. Die Befreiungsarmee hat sich bereits in Stellung gebracht. Jetzt müssen uns die Gallia nur noch in die Falle gehen. Ja, los geht's. Coole Falle. Die Niederlage von Cartenor war eine ganz schöne Pleite. Es hat mich einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, um das Kommando zu behalten. Aber jetzt ist alles vergessen. Mit dieser Feuerkraft, frisch aus den galeischen Waffenschmieden, hält mich nichts mehr auf. Nichts und niemand. Also wenn er sich da nicht täuscht, aber das sieht er gleich. Was, du? Du bist doch die von der Cartenor Heide! Haha! Endlich habe ich eine Chance, mich zu rächen! Jetzt seid ihr dran, ihr Würmer! Ich mache euch fertig! Zum Angriff! Alles klar, wenn ihr glaubt. Ich bin der anderer Meinung. Aber das wird er jetzt gleich sehen. Dass wir ihm gleich jetzt eine vor den Latz knallen. So, jetzt erstmal die kleinen Viecher wegbauen und währenddessen erstmal die großen bauen, oder? Ja, das ist natürlich. Oh, komm mal her, Dicker. Los! Mach sie fertig! Naja, das geht hier. Oh, ich soll vielleicht Death Dance geben. Aber warum nicht? Dann zieh ich wenigstens lang. Opfer, nächstes Opfer, Blutung. Ich. Auch eine Blutung. Ah. Jetzt seid ihr dran! Ja, träum weiter. Es wird nicht funken erst. Schau mal, deine Maschine hat null Schnitte erst.
nochmal. Ich ärgere dich da mal ein bisschen. Ich ärgere dich hier wieder ein bisschen. So einfach ist das. Also ich muss schon sagen, die Magitech-Maschine ist ganz schön schwach. Und wirklich Schaden habe ich noch nicht kassiert. Nervig ist nur das Ausweichen. Ah, hallo Haustiere. Und der. Ein Haustier, zwei Haustiere. Klassische Taktik, immer zuerst die Caster, die Schwächsten, die das am meisten heilen können. Und dann erst die, das andere Geschoss. Da kriegst du wieder eine Blutung. Was? Da kommt noch mehr? Ah, egal. Lauf zu Mama! Ah, was machst du da? Ah, okay, du schießt auf mich. Dieses kleine Ding. Warum soll ich deswegen zu Mama laufen? Ganz sicher nicht. Na, komm her. Ja, ja, komm. Komm. Ja, Hallöchen. Zieh so rein, feste deinen Zaun. Ah. Der Bulle von Alamigo. Schießt der gleiche Spiel wieder auf mich. Boah, du nervst. Oh nö, bleib doch hier. Glaubt nicht, dass ihr gewonnen habt. Wir sind die Befreiungsarmee von Alamigo und wir werden uns unser Land zurückholen. Ilm für Ilm. Und weiter geht der Kampf. Jetzt haben sie doch gar keine Schiffe mehr. Voll uncool. Tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. Jetzt noch gegen dich fighten, Grinwald? Nö. Ciao. Verdammt, mein schönes Spielzeug, ein nutzloser Schrotthaufen. Das werde ich nicht vergessen. Wartet nur ab. Beim nächsten Mal mache ich euch fertig. Das schwöre ich euch. Das glaubt. Bye bye. Gute Reise. Schreibt keine Karte. Der Galear flieht. Der Sieg ist unser. Es lebe Alamigo. Hurra! 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 So muss das. Gute Arbeit, Soldaten. Die Operation war ein voller Erfolg. Wir haben den Galeanen einen gehörigen Denkzettel verpasst. Ich hatte keine Zweifel, dass die Geschichten über den strategischen Geschick des Phönixgenerals wahr sind. Es ist eine Ehre, dich in Aktion erleben zu dürfen. Die Ehre gebührt Oberst Bevin. Es war seine Operation und klopft ihr ruhig selber auf die Schultern.
Die Reihen der Befreiungsarmee haben felsenfest gestanden. Das haben sie. Und wir haben keinen Mann verloren. Ralk sei Dank, dass wir so gut zusammen kämpfen, wird die Moral in Ralks Wacht heben. Das gleiche gilt für unsere Truppe. Die erste gemeinsame Aktion war ein Erfolg. Mögen viele weitere folgen. Minago, würdest du alles hier in die Story nach Ralks Wacht zurückbegleiten? Wir kehren zum Castrum zurück. Historia, Freundin Alessie, ich danke euch, aber dies war nur das erste Scharmützel. Es werden weitere Schlachten folgen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!